Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Evergrace mit mir, dem Levitan 2. Heute versuchen wir im königlichen Unterhaus das Labor für Menschenforschung übers Wasser hinweg, aber da komme ich nicht hin. Heute versuchen wir das königliche Amulett zu finden, damit wir Morpheus begegnen können. Und das soll im königlichen Unterhaus sein. Wo das königliche Unterhaus ist, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, aber irgendwo ist es. Ja. Hey, eine rote Frucht. Gott, habe ich genug von den Dingern. Sollte wirklich irgendwann mal aufleveln. Ich höre meinen Freund. Hey! Erschrecke mich doch nicht so, Darius. Wie lange stehst du da schon? Versteckst du etwas? Nein, eigentlich nicht. Ich bin einer sehr interessanten Person begegnet. Sie sagte mir, dass ich die königliche Medaille im königlichen Unterhaus finde. Sie ist misstrauisch, aber nicht so schlimm wie du. Hey, hör auf. Die königliche Medaille. Das könnte schwierig werden. Wie ich höre, braucht man königliche Privilegien, um sie zu bekommen. Und wie bekomme ich die? Durch eine Zeremonie? Vielleicht musst du nur so aussehen, als gehörtest du zur Königsfamilie. Okay, also so aussehen, als gehöre ich zur königlichen Familie. Ich denke, das kann ich. Dafür bin ich wahrscheinlich gut genug ausgerüstet. Ich habe ja die... Ich habe die Rüstung und ich habe die Schuhe. Und alles andere wird sich... Keine Ahnung, wenn ich mehr brauche, wird es mir das Spiel wahrscheinlich irgendwo in den Weg legen, wenn ich nur lang genug danach suche. Weil die Rüstung habe ich ja sowieso gebraucht. Sonst wäre ich ja gar nicht weitergekommen. Und die Schuhe wurden mir ja quasi gesagt, wo sie sind. Also das Spiel weiß, dass ich die zwei wahrscheinlich habe oder dass ich zumindest weiß, wo ich eine davon noch finden kann. Wenn sie jetzt gedenken, dass man die Schuhe nicht extra gesucht hat. Aber wer würde das nicht tun? Was bist du? Du siehst aus, als könntest du mich jeden Augenblick angreifen. Pholus, der große Gründer des Ryuban-Imperiums. Ausrüstung. Ich habe keinen Kopf, der dazu passt, aber... Ich habe die königliche Robbe. Und ich habe die königlichen Stiefel. Ist das genug? Anscheinend nicht. Vielleicht gibt es noch einen Helm. Nur weil ich Helm sage, heißt das nicht, dass ich einen anderen Helm haben möchte. Also gehen wir mal schauen, ob wir da noch das Gebiet irgendwie erkunden können. Ich glaube, wir werden es hier kriegen. Und sonst weiß ich nicht, was der Sinn dieser Statue war. Wahrscheinlich der gleiche Grund, warum es hier eine Mauer steht. Irgendwas gibt's hier noch zu tun, ich weiß noch nicht was. Gegner erledigen? Wäre eine Option. Hier haben wir einen großen Felsen im Weg, also da kommen wir nicht weiter. Irgendwie müssen wir das königliche Amulett haben. Komm. Nur wo finden wir es? Das ist wirklich noch die Sache von wegen, wo finde ich einen? Finde ich etwas, was noch... Kamin. Ist nicht so, als ob der Hund immer noch da wäre, um mir etwas aus dem Kamin zu holen. Die Suche nach dem... keine Ahnung.
magischen Dingsbums, das mir auf irgendeine Art und Weise, die ich jetzt noch nicht weiß, weiterhelfen wird. Entschuldigung, kleiner Stachelball, ich habe vergessen, die Blitzfähre wieder reinzutun. Ja, der kann blocken. Und mein Angriff geht zu lange. Seiner geht zu kurz. Irgendwie fair, dass er da... Nehmen wir halt einfach die Waffe. Ich warte. Idiot. Okay. Also, wir haben aber hier die Tür wieder geöffnet. Das heißt, wir können wieder zurück. Das königliche Unterhaus ist hier. Das ist die größte Frage, die ich mir stelle, ist halt einfach immer noch, warum lassen die mich zurück zum Hügel Smaragd und was ist das elende gelbe Zeug dort oben? Warum geben die mir einen Weg, mit dem ich zurück auf den Hügel Smaragd könnte, wenn es nicht irgendwas zu tun gäbe hier? Was ist wiederum eine andere Frage? Und brauche ich wieder irgendeine bestimmte Ausrüstung, um da den... um diese Blöcke magisch irgendwie verschwinden zu lassen. Schauen wir mal. Es wird nichts sein, was man kaufen kann, sonst hätte ich den Weg ja vorher geöffnet. Also versuchen wir es mal mit königlicher Ausrüstung. Dazu muss ich bis hierher spielen. Nicht, okay. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Also, was haben wir noch? Gekauft, gefunden, aber nicht wirklich. Paladino-Harnisch. Die Schuhe waren uns schon mal. Nee, ich glaube nicht wirklich, dass es da irgendwas gibt, was Sinn machen würde. Doch, es gibt etwas. Oh mein Gott, warum habe ich nicht vorhin daran gedacht? Der Hammer hat die Fähigkeit Zerstörer. Ich bin zu schlau. Kann ich das auch mit... Nee, das ging jetzt nur mit dem, der hier im Weg stand. Haha! Die Waffen waren's. Jetzt habe ich nur... Warte mal, ich habe doch einen, der kann Zerstörer. Was kann ich denn zerstören? Weil das andere... Ich habe mich schon gewundert, warum das der Schlag eigentlich nichts macht. Als ich ihn normal ausgerüstet hatte. Ja, das ist so, der Schlag hat einfach nie was gebracht. Und hier habe ich jetzt gratis. Gib mir alles. Ein Leben. Hier könnte ich jetzt auch noch Geld farmen. Vor allem mit dieser Ausrüstung, die ich im Moment habe. Zerstörer war es. Teilweise kommen noch Erinnerungen zurück, als ich das Spiel gespielt habe. Die mir weiterhelfen. Hey, der alte Mann. Stirb. Auch ein Grund, warum dass ich gedacht habe, dass hier vielleicht noch mal etwas sein könnte. Das ist... Stirb. Komm, ich hab dich voll erwischt. Du hast nicht die Leben, um dem hier zu widerstehen. Hm, noch mehr. So, jetzt haben wir keine Gegner mehr. Mal schauen, was der Mann so zu sagen hat. Nicht? Mein Schloss. Waren das seine letzten Worte? Ich würde fast behaupten, ja. Kann man jetzt die Blume hier mitnehmen? Es gibt nur eine, lassen wir es. So ein Romantiker. So, sieht aus, als war das mal der König. Ich würde dir gerne deine ganze Rüstung wieder zurückgeben, aber... Du hast mir gerade den Helm gegeben. Was genau das, was zufälligerweise genau das war, was ich noch gebraucht habe. Sonst gibt's hier nichts mehr von früher. Wahrscheinlich nicht. So. Das ist ein Haufen Umdenken, das ich jetzt hier tun musste. Und doch, so weit bin ich als Kind schon gekommen. Und weiter. Einigermaßen weiter. Das war jetzt komisch, sehr komisch.
Wie soll man da normal draufkommen? Und das war im Jahr 2000. Da gab's noch nicht groß Internet und ich könnte mich auch nicht an irgendwelche Spieletipps, Bücher erinnern, die mir hier irgendwie geholfen hätten. Also das muss furchtbares Trial and Error gewesen sein früher. Vielleicht habe ich das Spiel deshalb als nicht sonderlich gut in Erinnerung, weil rein vom Gameplay ist es nichts Spezielles, aber auch nicht furchtbar. Es funktioniert halt einfach. Aber ja, teilweise hat das Spiel hier schon so seine Macken. Vielleicht sollte ich speichern. Ich weiß nicht, passiert, wenn ich die Rüstung anziehe, also das Set anziehe vor der Statue. Und ich habe jetzt doch ein bisschen Fortschritt gemacht. Nicht so viel, dass ich es jetzt unbedingt speichern müsste, aber es waren eine Cutscene, wenn man mal den König, ich sage ihm jetzt einfach König, außen vor lässt. Und wenigstens geht's dem Hund noch gut. Das ist das Wichtigste. Der Hund, der lebt. Er lebt. So. Okay, was ich jetzt auch sagen muss, eigentlich, wenigstens beim Spiel, wie gesagt, die Rüstung mussten wir jetzt haben. Sonst wären wir nicht weitergekommen im Schloss. Die Stiefel, wenn man zu faul war, sie zu holen, als man die Gelegenheit dazu hatte, müsste man jetzt wiederholen gehen. Und der Helm, ja, man ist halt dann durch die Cutscene ist man sowieso auf der Suche nach den goldigen, nach den königlichen Sachen. Also wird man wohl auch den Helm irgendwo suchen gehen. Dass man mit dem Hammer die Wand zerstören muss, das ist noch etwas, das mir irgendwie. What the fuck? Ich weiß nicht mal mehr, wo wir den Hammer hier haben. Ich kann nicht mal sagen, ob es irgendwie eine gute Möglichkeit gibt, den wieder zu holen, wenn man ihn noch nicht schon geholt hat. Weil man braucht ihn ja. So, also setzen wir mal den königlichen Helm auf. Royal Helm. Königliche Robbe. Und Königstiefel. Ich sehe nicht sonderlich gut darin aus, aber hey. Ich habe irgendwas gehört. Du, der du in meinem Geiste handelst, erweise dich würdig, meine Nachfolge anzutreten. Boah! Der greift an. Seht ihr, ich hab's gewusst. Ich wusste es. So, okay. Und wahrscheinlich am besten. Soll ich Leben einnehmen? Nee. Ja, irgendwie. Nee, ich möchte da nicht. Der Blitzsturm ist etwas, was um mich herum geschieht. Und das heißt, ich müsste ihn recht nah ranlassen. Und ich habe irgendwie gar kein Interesse, den Typen hier nah an mich ranzulassen. Blockst du? Ja, Feuer ist nicht die Antwort. Vielleicht ist es dann Eis. Auch wenn er mich tötet, wir können den Kampf hier mal nutzen, um zumindest herauszufinden, was so seine Schwächen sind. Okay, Eis macht ein bisschen Schaden. Ich weiß aber nicht, ob ich mit ein bisschen Schaden zufrieden bin. Deshalb versuchen wir mal noch den Baumruf. Macht auch nur ein bisschen Schaden. Vielleicht doch Blitz? Und wenn es Blitz auch nicht ist, dann gehe ich, glaube ich, einfach mit Baum weiter. Aber hier nehme ich die Donnersphäre. Sie hat den größeren Radius. Es kommt mir vor, als hätte sie den größeren Radius und ist schneller eingesetzt. Die heilt ihn. Okay. Feuer, Blitz sind ausgeschlossen. Baum und Eis ist way to go. So, und weil wir genug Lebensextrakt haben, benutzen wir ihn auch gleich. So.
alter König. Ah, shit, ich habe den Baumruf nicht ausgerüstet. Das sollte man auch tun, wenn man damit angreifen möchte. Ja, 217. Der... Ach, eigentlich... Eins. Okay. Haben wir noch eine andere Waffe? Ich muss jetzt gerade schauen. Irgendwas, was... Der Hammer hier macht... Es ist traurig, aber er macht elementar mehr Schaden. Mal schauen. Vielleicht ist der König ja irgendwie schwach auf den Hammer. Schwächer als er auf den Reißer? So, wir versuchen einfach mal dann noch den Hammer. Kriegshammer. Reißer macht, glaube ich, fast nur Schnittschaden. Hammer macht Schlagschaden. Und ja, das ist eine Option. Wahrscheinlich auch der Grund, warum dass der Lufthammer mehr Schaden gemacht hat. So, haben wir noch eine andere Waffe, die irgendwie nützlich wäre? Nee, das Stolterschwert, aber wenn der Reißer schon nicht mehr macht, dann ist das Stolterschwert noch nutzloser. Also bleiben wir beim Baumruf und beim Hammer. Ich habe irgendwie Angst, in seine Nähe zu gehen, einfach weil er jederzeit eingreifen könnte. 200... Oh, ouch. Hast mich erwischt, alter König. Ich könnte irgendwie auch ein bisschen suizidaler kämpfen, aber... Wo ist der Sinn darin? Ich habe... Zumindest scheint er keine Angriffe zu haben, mit denen er mich runterschmeißen kann. Oh, er blockt also doch auch. Ja, das war voll in die falsche Richtung. Warum? Ich habe gerade ausgedrückt, ganz ehrlich. Keine Ahnung, warum er in die Seite schmeißt. Ja, der Königskampf hier ist ein bisschen... Autsch, das war ein doppelter Hieb, hä? So. Das ist wirklich ein Kampf, der mir zeigen soll. Hey! Entweder machst du Magie oder du machst physischen Schaden. Aber bitte, level mal ab! Und ich sag nur, nein, ich möchte nicht. Ich möchte mich nicht auf etwas versteifen, was ich nachher bereuen würde, wenn ich Punkte hineinsetze. Und deshalb setze ich nirgendwo Punkte hinein und werde das bereuen. Greift mich einfach an, hä? Ja, da ist er gut ausgewichen. Haha. Autsch. Er kann mich doch umwerfen. Ich bin der fast Toteste. Aber ich bin auch derjenige, der sich heilen kann. Aha. Geblockt. Okay, schauen wir, dass er nicht mehr blocken kann. Hiermit akzeptiere ich dich. Gut. Gib mir das. Königsmedaille. Ist das ein Accessoire? Nee. Okay, das muss ich also irgendwo einsetzen. Oh. Ach so, aha. Jetzt habe ich gerade gedacht, hat sich die Wand bewegt. Aber wahrscheinlich hat sie mir einfach vorhin den Weg versperrt und ich habe nie nachgeschaut. Okay, also haben wir jetzt die Königsmedaille. Die Frage ist nur, was bringt sie uns? Noch was hier drin zu tun? Anscheinend nicht. Ja, ein paar Gegner. Die interessieren mich relativ wenig. So, ich glaube, ich werde wahrscheinlich dorthin stehen müssen. Hä? Aber ich möchte zuerst in den Shop gehen, um alles wieder zu reparieren. Und dann speichern.
Und dann schauen, ob Hallo. Sich da ein Weg öffnet. Einfach nur... Ganz schön ver... Ich möchte einfach sicher gehen, das dass hier? Ich... Ja. Dass alles stimmt. Das hier? Alles auf Maximum hab. Das hier? Und nicht irgendwie mitten im Kampf eine bestimmte Rüstung brauche und dann feststelle, hey! Das hier? Die hast du zu sehr kaputt gemacht, aber wenn du sie voll gehabt hättest, dann hättest du voll gewonnen. Und da braucht's nicht, ne? Ganz schön ver... Ich weiß. Das hier? Das hier? Und der Royal Helm. Was anscheinend nur ein Plot-Item war. Ganz schön verbeult. Das hier? Ja. Die kann man leider nicht aufwerten, sonst würde ich die... Ganz schön verbeult. ...das Highlight-Item voll aufwerten. Und dann, was ich kann. Das hier? Der Kriegshammer ist irgendwie noch... Das hier? ...billig zum Wiederheilen. Das muss man ihm lassen, obwohl er hier den größten Teil des Angriffs übernommen hat. Gibt's ja noch irgendwelche interessanten Stinger... Felsriesen in Nagalam. Das ist der Stinger. Ach so. Folus-Statue ist der Gegner, den wir gerade haben. Nagala. Würde ich wahrscheinlich nie wiedersehen. Felsriese habe ich... Lassen wir das mal. Ich habe mir schon mal alles Geld... Viel Glück. ...mit Monster-Informationen verbraucht und gebraucht habe ich sie eigentlich noch nie. Ich meine, Schleim und dieses Tentakel-Ding waren relativ... Interessant, aber ich konnte es ja doch nicht nutzen. Und doch ging alles irgendwie immun. Mal schauen. Entschuldigung. So, also. Ich habe die königliche Medaille. Spiel, du musst mir jetzt nur sagen, was ich genau damit tun soll. Hier hinstehen. Labor für Menschenforschung. Muss ich damit zur Priesterin? Ich gehe einfach mal damit zur Priesterin. Sie war diejenige, die mir gesagt hat, dass ich es besorgen soll, also muss sie auch die sein, die mir sagt, was ich damit anstellen soll. Ich sehe lächerlich aus mit diesem Hammer. Und sie hatte noch so einen Schalter auf dem Boden, das stimmt auch. Sie hatte noch eine Art Riesen... Ja, keine Ahnung, wie ich das Ding nennen soll. Und sie hatte was auf dem Boden, das... Genau, das Ding hier. Vielleicht kannst du hier die Medaille einsetzen? Sag du es mir. Du bist soweit. Bitte stelle dich auf diesen Altar. Gut, fangen wir an. Vor dir befindet sich ein Kolosseum. Geh jetzt dorthin. Ich habe meine Pflichten erfüllt. Meine Zeit ist um. Das Mal des Fluches, das Crest. Von sich aus verursacht es kein Unglück. Alles kommt durch die... Danke, dass du den Satz nicht zu Ende geführt hast. Hey, Eishöhle. Okay. Wahrscheinlich brauche ich hier mehr Feuer. Okay, speichern wir und dann würde ich sagen, war es das für heute. Gut, ich sagen wir jetzt schon, das war's für heute, weil, ja, ganz ehrlich, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal die Eishöhle erkunden gehen und, ja, schauen, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich wird hier eine noch größere Glanzzeit als schon ohnehin für die Schuppenrüstung sein, weil Eishöhle, Eisgegner, vielleicht? Wir werden sehen, ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und in diesem Sinne, hoffentlich, bis... Müsst ihr jetzt gleich hier den schönen Abgang vom Masseln? Pff, da kam nicht mal ein Baum raus. Vielleicht mag er nicht im Eis wachsen. So, das macht wenigstens Schaden. Gut, ja.
So, ich würde dann sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dann.